In der Westschweiz formiert sich Ende der 70er Jahre eine Sekte, deren Schicksal die ganze Welt schockieren wird. Ihre Anhänger bezeichnen sich als Ordre du Temple Solaire, Sonnentempler. Mitte der 90er Jahre reißt die Sekte weltweit 74 Menschen in den Tod. Allein in der Schweiz sterben 48 Mitglieder. Auch in Kanada und Frankreich kommen Sonnentempler ums Leben. Wie konnte es so weit kommen? Ich glaube, der ganze Fall hat noch eine Dimension, die man nicht erforschen kann. Mein Bruder hat 7 Schüsse in den Kopf bekommen, meine Schwägerin 9, mein Neffe 5 und meine Nichte 3. Alle Schüsse waren tödlich. In Sherry im Kanton Freiburg geschieht im Oktober 1994 das Unfassbare. Auf einem Bauernhof oberhalb des Dorfes bricht Feuer aus und das Gebäude brennt bis auf die Grundmauern nieder. Das Feuer ist absichtlich gelegt worden, um die Spuren in einem der spektakulärsten Kriminalfälle der Schweiz zu verwischen. Am Tatort findet die Polizei 23 Leichen. Der rätselhafte Fall löst ein weltweites Medienecho aus. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que pour certains cas. Wir können Ihnen heute bestätigen, dass nicht in allen Fällen, aber in gewissen Fällen kein Selbstmord, sondern Tötung vorliegt. Mais il y a eu homicide. Fast 20 Jahre nach dem Massaker kehrt Christian Brücker an den Tatort zurück. Im Herbst 1994 stand er hier als Inspektor der Kantonspolizei Freiburg im Einsatz. Äußerlich erinnert nichts mehr an die grausame Tat. Wir befinden uns oberhalb von Sherry, auf jenem Grundstück, wo der Bauernhof der Sekte stand. Im Innern des Hauses haben wir die Toten gefunden. Ich zeige Ihnen nun einige Beweisstücke, die wir hier am Tatort gefunden haben. Es handelt sich um sehr auffällige Beweisstücke, wie diesen Umhang, den die meisten Todesopfer trugen. Schwerter wie dieses mit dem Sonnentempel-Symbol und speziellen Inschriften. Und schließlich das Kernstück für unsere Untersuchung, die Schusswaffe, mit der die meisten Opfer in Sherry umgebracht wurden. Dieser Mann steht am Anfang der Sonnentempler-Sekte. Jody Mambro, selbsternannter Heilsverkünder und Guru. Ihm und seinen Helfern gelingt es, über 500 Sektenjünger mit apokalyptischen Endzeitideen zu verführen. Wir sind zu faul und zu passiv. Wir haben immer gewartet, dass unsere Meister, die Propheten und Christus, uns die Arbeit abnehmen. Nun aber sind wir in der besten Position, um unser eigenes positives Potenzial einzusetzen, um all unsere noblen Ziele zu erreichen. Seien wir ehrenhafte Ritter in unserer immerwährenden Gralssuche. Einerseits charakterisiert die Sekte, dass sie ausgerichtet ist auf einen Guru, auf einen Prophet, also auf eine Person, so eine Leaderfigur. Und auf der anderen Seite ist sie auch charakterisiert durch ihre Lehre, die Lehre, die meistens Endzeit-Szenarien enthalten,
wo auch einen Wahrheitsanspruch geltend macht, also dass alles erklärbar ist innerhalb von dieser Lehre und wo auch so eine Weltsicht von Gut und Böse, also von Aussen und Innen, darlegt. Begonnen hat alles 1978 in der Nähe von Genf. Der Schweizer Komponist und Dirigent Michel Tabatschnik befreundet sich mit dem Franzosen Jody Mambro, einem vorbestraften Bijoutier. Beide interessieren sich für Esoterik, Philosophie und Spiritualität. Die Mambro ruft die Stiftung Golden Way Foundation ins Leben. Michel Tabatschnik ist Gründungsmitglied und während 4 Jahren Präsident. Später wird daraus der Ordre du Temple Solaire, der Sonnentemplerorden. In Plan-les-Ouates bei Genf kann die Stiftung 1978 ein herrschaftliches Anwesen erwerben. Die Mambro schart eine Gruppe von rund 30 Gleichgesinnten um sich. Auch Michel Tabatschnik, rechts im Bild, lebt in den Anfangsjahren in der Kommune. Die Mambros Unheilslehre fällt auf fruchtbaren Boden. C'est ainsi que commencent toutes les légendes. So beginnen alle Legenden. Il en sera de même pour nous, ce soir. Für uns wird es heute Abend nicht anders sein. Et je vous dirai tout simplement, ich sage euch nur, c'est une très vieille histoire. Es ist eine ganz alte Geschichte. Durch die Schöpfung führte die Trennung der Geschlechter zu den Vorstellungen von Gut und Böse, von Vereinigung und Trennung. Doch diese Antagonien werden sich aufheben. Symbol dieser Involution ist der Buchstabe S, als Punkt des Bewusstseins, der oben und unten verbindet, als Punkt des Lichts, vor dem alle Gegnerschaften dahinfallen. Michel Tabatschnik wurde später ein wichtiger Zeitzeuge. Welche Rolle spielte er im Drama? Wie viel wusste er? 2006, also 12 Jahre nach dem Drama, spricht er in der Tagesschau des Westschweizer Fernsehens. Herr Tabatschnik, Sie waren der einzig Beschuldigte in der Angelegenheit Sonnentempler. Wenn nicht Sie, wer denn sonst hat diese Massaker organisiert? Alle Verantwortlichen sind tot. Das ist das Drama dieser Geschichte. Da es keinen Verantwortlichen mehr gab, musste ein Sündenbock her. Und die Medien haben entschieden, dass sich der Dirigent Michel Tabatschnik dazu bestens eignet. Das Sonnentempler-Drama endete für Michel Tabatschnik 2-mal vor dem französischen Richter. Diese späteren Strafverfahren von 2001 und 2006 hatten für ihn strafrechtlich keinerlei Folgen. Doch zurück zu den Anfängen. Das Anwesen der Stiftung bei Genf ist weitläufig. In den 80er Jahren wächst die Gruppe und auch ihr Besitz. Ein monatlicher Beitrag von mindestens 160 Franken ist Pflicht. Schenkungen sind hoch willkommen. Von Genf aus rekrutieren die Sonnentempler neue Mitglieder in Frankreich und Kanada. Der harte Kern lebt in Kommunen und betreibt biologischen Landbau. Die Mambros Lehre umfasst rigorose Essensregeln. Zur Mitgliederwerbung setzt die Sekte auch auf Werbe- und Schulungsvideos. Um sich vor schlechten Einflüssen und Umweltgiften zu schützen, kennen die Sonnentempler abstrus anmutende Tricks. Ein Gurkenende schneidet man ab. Dann reibt man es mit dem Anschnitt kreisförmig im Uhrzeigersinn, bis weißer Schaum entsteht. Das sind die Giftstoffe, die austreten. Die Waadtländerin Rosemarie Jaton hat im Sektendrama 4 Familienangehörige verloren. Ihren Bruder Daniel, ihre Schwägerin Madeleine sowie ihren Neffen Lionel und ihre Nichte Armel.
Die Hintergründe des Dramas recherchiert sie auf eigene Faust. Von der Sektenmitgliedschaft ihres Bruders hat sie erst nach seinem Tod erfahren. Wir hatten keine Ahnung, dass er Mitglied einer Sekte war. Erst mit dem späteren Wissen konnte ich gewisse Vorkommnisse richtig interpretieren. Hätte ich früher von seiner Sektenmitgliedschaft gewusst, hätte ich vielleicht rechtzeitig erkannt, dass mit der Familie meines Bruders etwas nicht stimmen konnte. Wenn sie beispielsweise meine Eltern zum Tee oder zum Essen besuchten, setzten sie sich nie hin. Später erfuhren wir von angeblichen Strahlungen und kosmischen Vibrationen, die sie daran hinderten, da Platz zu nehmen, wo zuvor jemand anderes seinen Allerwertesten hingesetzt hatte. Ziemlich erstaunlich. Von Dimambo hieß es, dass er auf seinen Flugreisen eine Isolationsplatte aus Metall mitführte, um nicht negativen Strahlen ausgesetzt zu sein. Seit 1975 beschäftigt sich Hugo Stamm als Journalist und Buchautor mit Sekten. Bei den Sonnentemplern ortet er das klassische Grundmuster. Die Idee ist, es gibt eine spirituelle Welt und das ist die wirkliche Welt. Und die weltlichen Aspekte, die sind eigentlich sekundär. Und es geht darum, das eigene spirituelle Potenzial zu entwickeln. Das heisst, quasi erleuchtet zu werden, sich zu befreien von allen irdischen Bedingtheiten, ein spirituelles Wesen zu werden und letztlich dann sich so weit zu entwickeln, dass man eine Frequenz hat, eine Energiefrequenz, wie die göttliche Kraft. Und dann wird man quasi Teil vom göttlichen System. Zum ersten Mal zeigt die Freiburger Kantonspolizei ein Sektenvideo mit Joe Dimambro, das in den Brandruinen gefunden wurde. Wir haben vor Ort in Sherry eine beachtliche Anzahl VHS-Kassetten gefunden. Dieses Videomaterial half uns zu verstehen, wie die Sonnentempler intern funktionierten. Die Aufnahmen ermöglichten uns zudem, Aufschlüsse über die Symbolik und das Abdriften der Sekte zu erhalten. Dominique, entferne die Rose und bring das Kind bitte nach vorne. Von Gott gesegnetes und vom Heiligen Geist empfangenes Mädchen. Der Joe Dimambro, der hatte esoterische, spirituelle Fantasien gehabt. Er hat Rituale entwickelt. Und er war besonders raffiniert, ihm die Leute zu packen, reinzuwickeln. Zu Beginn hat mir die Sekte sehr viel gebracht. Es gab immer Aktivitäten, Yogakurse, Choralgesang beispielsweise. Es kamen auch interessante Leute von überall her zu uns. Es gab die unterschiedlichsten Seminare. Wir hatten ein ausgefülltes, abwechslungsreiches Leben. Ich glaube, deshalb merkt man nicht, wie man ganz langsam immer mehr indoktriniert wird. Man ist völlig eingelullt. Man vergisst die Welt um sich herum, die Familie, einfach alles. On oublie le monde entier, on oublie la famille, le monde, tout. So sehr wird man vereinnahmt, dass man nicht einmal mehr merkt, es gibt eine Welt. Die Sonnentempler haben viele Merkmale von einer Sekte aufgewiesen. Zuerst einmal kann man sagen, die Kontrollen über die Mitglieder. Die mussten Geld abgeben, soweit das gegangen ist, oder sie mussten Fronarbeit leisten. Ein zweites wichtiges Merkmal war die Geheimhaltung. Man hat fast nichts gewusst, weder Nachbarn haben das erfahren, was die da machen. Noch hat man das bei Sektenspezialisten gewusst, was da los ist. Wo dann die Massentötungen und Massensuizide passiert sind, sind alle eigentlich überrascht und haben gar nicht erklären, was ist das für eine Sekte. Den Auserwählten stellt Dimambro den Transit auf den Stern Sirius in Aussicht, verbunden mit der Wiedergeburt.
Dieses Gedankengut holte er sich bei den alten Ägyptern. Das Erscheinen von Sirius kündigte den Ägyptern die Nilflut an. Sirius galt als sicherer Vorbote für eine reiche Ernte. Deshalb verehrten sie diesen Stern besonders. Mehrmals reist eine Gruppe der Sonnentempler unter der Führung von Jodi Mambro nach Ägypten. Auch der Schweizer Komponist Michel Tabatschnik ist bei den sogenannten Bildungsreisen an den Nil mit dabei. In dieser Zeit erscheint seine Komposition Kosmogonie für eine Rose. Es ist wohl kaum ein Zufall, dass auch Tabatschnik Endzeitstimmung aufkommen lässt. In seinem Werk vertont er den Übertritt in andere Dimensionen und die endgültige Auflösung des Universums. Inhalte, die auch im Mittelpunkt von Jodi Mambros Weltsicht stehen. Er schwört seine Anhänger früh auf die Endzeit ein und bedient sich erneut bei den alten Ägyptern. Ist die Wiederauferstehung von Osiris nicht unsere eigene Wiederauferstehung? Ist die Rückkehr von Isis nicht unsere eigene Rückkehr? Möchtet ihr euch in dieser Rückkehr zum Anfang erkennen? Der Genfer Thierry Huguenin kennt die Verführungskraft die Mambros. Er war jahrelang Mitglied der Sekte. Die Rituale auf dem Anwesen in der Nähe von Genf hat er selbst mitgemacht. Frühmorgens um 5 Uhr versammelten sich die Sektenmitglieder unter diesem Baum. Die Mambro sagte uns, dieser Baum sei der Beschützer der Stiftung. Am Tag, an dem ein Blitz in den Baum einschlage oder er umfalle, werde die Stunde der großen Rückkehr sein. Das Ende der Welt. Noch ist es nicht so weit. Zusammen mit Michel Tabatschnik und Jodi Mambro gewinnt ein dritter Mann an Einfluss. Der belgische Homöopath Luc Jouret. Ein Mann des Worts, der den Fortgang des Sonnentempler-Dramas entscheidend mitbestimmen wird. Er wirbt neue Mitglieder an, hält Vorträge und kommt vor allem bei den weiblichen Teilnehmern gut an. Nous arrivons, je pense, au moment, un des moments les plus importants de la vie d'un homme, c'est celui de la. Der wichtigste Moment für den Menschen ist die Pflege der gemeinsamen Mahlzeit an einem Tisch. Überall auf der Welt bedeutet dies, Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen. Plus qu'amicaux, je dirais fraternel entre les hommes. Jodi Mambro hat den Luc Jouret, also seinen Vize quasi, vorgeschoben. Der ist in der Öffentlichkeit auftreten. Er ist der Außenminister gsi. Und das ist schon sehr speziell gewesen. Das deutet darauf hin, dass Jodi Mambro den generalstabsmässigen Plan hatte, wie er vorgehen will. Dass also der Massensuizid möglicherweise im Kopf schon weit, weit voraus geplant war. Im Dezember 1992, nach dem Tod unseres Vaters, war die gesamte Familie versammelt. Mein Bruder sagte mir damals, ich werde mich umbringen lassen. 10 Tage vor den Massakern in der Schweiz ruft die Sekte ihre Mitglieder zu einer wichtigen Konferenz ins Novotel nach Avignon. Hauptthema: die zukünftige Mission des Ordens. Einer der drei Hauptredner: M.T., Michel Tabatschnik. Nach dem Drama spricht er im Schweizer Fernsehen über diese Zusammenkunft. Ich wurde von Herrn Di Mambro und Herrn Fallalo eingeladen. Das Treffen kam ganz informell zustande. Man telefonierte mir und bat mich, einen Vortrag zu halten. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Knapp 2 Jahre nach dem Drama realisierte der Filmemacher Erik Bergkraut für das Schweizer Fernsehen einen Dokumentarfilm über die Sonnentempler. Er sprach mit Michel Tabatschnik und recherchierte im Umfeld der Sekte.
Es hat eigentlich genügt, mit den Angehörigen von dieser Sekte zu reden, zu merken, der Mann ist zumindest, und man muss das sehr präzise sein, der Mann ist zumindest in der Wahrnehmung von vielen Mitgliedern eine Schlüsselfigur gewesen. Er selber stellt sich selber als Manipulierter dar, vom Jody Mambo Manipulierter, Verführter. Burkhardt fragte Tabatschnek im Exklusivinterview, ob er seine Freundschaft zu Di Mambo nach dem Drama noch verteidige. Das ist keine aggressive Frage, sondern eine Frage, die mir sehr weh tut. Di Mambo hat Menschen in den Tod getrieben, die ich geliebt habe. Ich habe diesem Mann vertraut, als er mich bat, Präsident der Golden Way Foundation zu werden. Alles habe ich ihm gegeben. Mich selbst habe ich ihm gegeben. Er hat mich verführt. Di Mambo hatte demzufolge eine große Macht über sie. Verführungskraft, das bestimmt. Es ist vielleicht nicht ganz leicht zu verstehen, dass der brillante Künstler, gebildeter Mann, Tabatschnek eigentlich in einer Abhängigkeit war von dem sehr bieder und für mich völlig uncharismatisch wirkenden Jody Mambo. Ich segne dich mit Rose und Kreuz. Jody Mambo tauft das angeblich kosmische Kind der Sonnentempler. In Wirklichkeit entstand Emmanuel Chris unter sehr irdischen Umständen. Jody Mambo ist der Vater. Er schwängerte ein Sektenmitglied. Dieses Kind wurde weder durch Zufall noch menschliches Zutun geboren. Es entstand durch den Geist und den Wunsch der Meister. Wir nennen es Emmanuel, als Ausdruck der körperlichen Offenbarung des göttlichen Gesetzes. Sein kosmischer Name ist Chris, weil es Christus in sich trägt. Das Mädchen muss völlig abgeschirmt von der Außenwelt aufwachsen. Innerhalb der Sekte kommt Emmanuel Chris eine gottähnliche Rolle zu. Das schweizerisch-kanadische Ehepaar Nicky und Tony Dutoit will sich 1994 von der Sekte lösen. Di Mambo ist ungehalten. Sie reizen ihn zusätzlich, indem sie ihren neugeborenen Sohn Christopher Emmanuel nennen. Der gleiche Name, den Jody Mambo für sein kosmisches Kind in Anspruch nimmt. Diese Provokation ist wohl der Auslöser für das ganze kommende Unheil. Di Mambo erklärt das Baby Christopher Emmanuel zum Antichristen und schickt Sektenmitglieder nach Kanada, um zu morden. Mit dabei der Freiburger Joel Ecker. Am 30. September 1994 schlagen die Sonnentempler in der Provinz Quebec im Städtchen Morin Heights zu. Fünf Personen sterben. Die junge Familie Dutoit mit Christopher Emmanuel. Zwei der Killer richten sich nach den Auftragsmorden selbst. Eine Leiche wurde in der Nähe der beiden ersten Opfer gefunden. Ein Kleinkind, weniger als ein Jahr alt. Sein Körper war hinter einem Boiler versteckt. Ein Brand soll Spuren verwischen. Kanada ist erst der Auftakt zum Sektendrama. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz beordert Di Mambo Joel Ecker und weitere Sonnentempler nach Sherry im Kanton Freiburg. Nun macht er ernst mit dem Transit auf den Stern Sirius. Habt den Mut, über euch hinauszugehen. Seid bei der goldenen Dämmerung dabei. Nicht als Zuschauer, sondern als Mitwirkende. Als Mitwirkende. Wir werden diese Gruppe sein. Wir müssen in den kommenden Stunden und Tagen allen profanen und materiellen Ballast auf der Welt zurücklassen, bevor wir sie verlassen können, um in völliger Harmonie mit dem großen Architekten leben zu können. Gebt euch die Hände. Musik.
Dimambro setzt jetzt seinen tödlichen Plan um. In dieser Oktobernacht von 1994 passiert etwas Unfassbares. Wie in Kanada soll auch in der Schweiz ein Brand die Spuren verwischen. In Sherry sterben 23 Sonnentempler. Der Freiburger Untersuchungsrichter André Piller wird mit der Ermittlung beauftragt. In der Brandnacht fährt er sofort nach Sherry. Noch heute erinnert er sich genau an die gespenstische Szenerie. Im Taschenlampenlicht haben wir in der Umgebung haben wir dann verschiedene Autos gefunden mit verschiedenen Immatrikulationsschildern, sogar Immatrikulationsschilder von Frankreich. Und da haben wir gedacht, da, wo sind die Leute? Das ist die Frage gewesen, wo sind die Leute? Und dann haben wir uns konzentriert auf den Unterbau von der Schür. Nach langem Suchen, und zwar in einer versteckten Tür in der Wand, sind wir dann auf einen kleinen Gang gestoßen. Und da auch im Taschenlampenlicht haben wir dann effektiv festgestellt, dass etwas Außergewöhnliches ist. Denn es war im Keller. Und wo wir dann dort in die Abwinklung hineingekommen sind, sind wir vor einem Saal gestanden. Und dort sind im Kreis etwa 15 bis 20 Personen gelegen. Sämtliche Personen leblos. Sehr viele mit einem Plastiksack über dem Kopf. Die nicht hatten, hat man ganz klar gesehen, dass sie Schusswunden im Kopf hatten. Da haben wir dann langsam müssen feststellen, dass wir von einem grossen Problem sind. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob es sich um einen Massensuizid oder eine Massentötung handelte. Angesichts dieses Dramas habe ich mich entschlossen, heute Abend im Fernsehen zu sprechen. Ich bin sehr aufgewühlt. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass ein so positiver Aufbruch so enden könnte. Man will das Gute. Man glaubt, besser zu sein als alle anderen. Man will es so sehr, dass man egoistisch wird. So egoistisch, dass man fähig ist, sich selbst zu töten. Gerichtsmediziner Thomas Krompecher hat in seinem Beruf schon vieles erlebt. Aber noch nie ein solches Massaker. In meiner Karriere habe ich verschiedene Katastrophen aus der Nähe erlebt. Lockerbie und Madrid beispielsweise. Eigentlich war ich also vorbereitet. Doch dieser Fall übertrifft alle anderen. Das Abscheulichste, was ich je gesehen habe. Wir waren schockiert, haben geweint. Am liebsten hätte man herausgeschrien, warum. Als wir den Obduktionsraum verließen, hat uns Professor Krompecher, der die Autopsie geleitet hat, versichert, im Falle unserer Familie seien alle vier Mitglieder ermordet worden. Selbstmord schloss er aus. Das war der Auslöser für Rosemarie Jattons eigene Nachforschungen. Das Haus ihrer vier verstorbenen Familienmitglieder befand sich nach dem Massaker in unordentlichem Zustand.
Man hat den Eindruck, sie müssen das Haus in aller Eile verlassen haben. Das ist das Zimmer meiner Nichte Armel. Als wir das Daunendübe wegzogen, entdeckten wir einen Blutfleck. Wir vermuten, dass sie bereits zu Hause unter Drogen gesetzt worden ist. Der Autopsiebericht erwähnt einen Nadeleinstich an ihrem Arm. Vermutlich hat dieser Nadeleinstich dazu geführt. Dieses Blatt haben wir auf Armels Bürotisch gefunden. Sie hat offensichtlich versucht, noch eine Botschaft zu hinterlassen. Doch unter Drogeneinfluss hat sie nur dieses Gekritzel zustande gebracht. Leider ist es völlig unleserlich. Was geschah genau? Ermittlungen ergaben, die meisten Sektenmitglieder wurden beim Eintreffen in Sherry mit einem Giftcocktail betäubt und anschließend mit dieser Waffe hingerichtet. Kurz darauf fahren vermutlich zwei Personenwagen Richtung Wallis. In einem Auto sitzen vier Insassen. Höchstwahrscheinlich gehören Jody Mambro und der Freiburger Joel Ecker dazu. Ziel der Fahrt ist das Walliser Dorf Salvan, wo Sektenmitglieder drei Chalets besitzen. Auch dorthin hat die Mambro seine Getreuen bestellt, darunter das ehemalige Sektenmitglied Thierry Huguenin. Ich war am Nachmittag hochgefahren, um die Mambro ein letztes Mal zu treffen. Als er die Tür öffnete, bekam ich es mit der Angst zu tun. Da war dieser Benzingestank, der mir in die Nase stach. Ich fragte mich, was das zu bedeuten hat, und ich begriff überhaupt nichts mehr. Irgendetwas in mir drin sagte mir, bloß weg hier. Ich verabschiedete mich schroff und rannte zu meinem Auto zurück. Die Mambros Freundin holte mich ein. Sie hat versucht, mich zurückzuhalten. Huguenin gelingt die Flucht. Wenig später brennt es auch in Salvan. Diesmal gehen drei Chalets in Flammen auf. Wie sein Freiburger Kollege macht sich auch Robert Steiner, Chef der Walliser Kriminalpolizei, in der Brandnacht auf nach Salvan. Wir sind hier vor einem grossen Rätsel gestanden. Wie länger das gegangen ist in den ersten Stunden, hat man dann feststellen, dass viele Tote sind. Insbesondere in einem Chalet hat es 10, im anderen 15. Wobei in einem Chalet die Leichen sehr angebrannt und verbrannt sind, wenn man das so darf sagen, bis zur Unkenntlichkeit oder bis zu den Knochenresten. Und im anderen Chalet sind dann die Leichen mehr oder weniger nicht intakt gewesen, aber mehr oder weniger noch besser erhalten als solche. Robert Steiner begibt sich zu einem der drei Brandorte oberhalb von Salvan. Das Chalet ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Einzig ein Ofen und ein Nebengebäude stehen heute noch. Im Wallis mussten insgesamt 25 Sektenmitglieder sterben. Vorerst war unklar, was mit den Sektengurus Jody Mambro und Luc Jouret geschehen war. Hatten sie womöglich überlebt? Da hat man eine hundertprozentige Sicherheit, dass der Jody Mambro und der Luc Jouret da sind umgekommen. Warum bin ich so sicher? Weil wir damals die Gerichtsmediziner haben gesehen, wie eine neue Methode hatten, zusätzlich zu den Fingerabdrücken, zusätzlich zum Odontogramm. Das heisst also Zahnschema, haben wir noch damals können das ADN einsetzen. Und das ist eine hundertprozentige Sicherheit, gestützt auf die Experten und auf die Arbeit, die man gemacht hat, dass die zwei sind im Prinzip hier vor Ort gestorben. Die Schweizer Untersuchungsbehörden kamen zu folgendem Schluss. Die Mambro ließ die Mehrheit der Sektenmitglieder umbringen. Das Vergiften und Erschießen haben seine Getreuen Luc Jouret und Joel Ecker ausgeführt. Danach vergiftete sich das Trio selbst. Jody Mambro hatte Geldsorgen und war krank. Seine wahren Motive bleiben letztlich ein Rätsel.
Michel Tabatschnik war bei den Massentötungen nicht dabei. Als Mann mit großem Einfluss in der Sekte gerät er aber ins Fadenkreuz der Untersuchung und der Medien. Die Tagesschau des Westschweizer Fernsehens konfrontiert ihn 1996 mit seiner Sonnentempler-Vergangenheit. Herr Tabatschnik, die Regie zeigt uns ein Foto aus der Illustré. Darauf sind Sie zu sehen. Man hat nicht den Eindruck, dass Sie eine Rede halten. Es sieht viel mehr danach aus, als würden Sie ein Ritual leiten. Glauben Sie nicht, dass all diese Unklarheiten dazu beitragen, dass Sie zwar kein Krimineller sind, aber dass man dennoch den Eindruck bekommt, Sie würden nicht die ganze Wahrheit sagen? Sie haben sicher recht damit. Und warum ist es so? Weil ich selbst mit Dimambo Probleme hatte. Auch ich sah Dinge, die mich störten. Er hatte einen schwierigen, autoritären Charakter. Einerseits wollte ich nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil ich mit seinen Ideen nicht einverstanden war. Andererseits waren wir seit 15 Jahren befreundet. Hingegen hatte ich nie ein Dilemma bezüglich meiner Sonnentempler-Vorträge, weil die Leute, zu denen ich sprach, keine Verbindung mit Dimambro hatten. Was meine persönliche Beziehung zu Dimambro betrifft, so hatte ich enorme Probleme mit ihm. Aber all das ist schwierig in 2-3 Sätzen vor Publikum zu erklären. Der Michel Tabatschnik hat sicher gewusst und auch formuliert, dass das Endziel von der Sekte wird ein Rise of Sirius sein, ein Übergang in ein anderes Leben. Wie weit, dass er eben in den ziemlich kurzfristig organisierten Übergang eingeweiht war, das haben wir nicht feststellen. Mangels Beweisen wird Tabatschnik in der Schweiz nicht angeklagt. 14 Monate nach Chéri und Salvan kommt es etwa 200 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt in einer Waldlichtung in Frankreich erneut zu einem Massenmord. Diesmal bezahlen 16 Menschen ihre Zugehörigkeit zum Sonnentemplerorden mit dem Leben. Das Morden geht auch nach Jody Mambros Tod weiter. Bis heute ist ungeklärt, wer diesen Transit angeordnet und durchgeführt hat. Wieder im Fadenkreuz der Ermittler Michel Tabatschnik. Im Gegensatz zur Schweiz klagt Frankreich ihn an, das geistige Terrain für die Morde vorbereitet zu haben. Die Prozesse in den Jahren 2001 und 2006 in Grenoble verfolgt Rosemarie Jatton vor Ort. Herr Tabatschnik musste sein Leben von Anfang an erzählen. Nichts Neues. Immer noch Lügen. Nun gut, ich für meinen Teil habe den ganzen Prozess, also sämtliche Fragen und Antworten, vom ersten bis zum letzten Verhandlungstag mitstenografiert. Sowohl 2001 wie auch beim Berufungsprozess 2006 wird Michel Tabatschnik freigesprochen, sich wissentlich an der Organisation der Morde beteiligt zu haben. Darauf verschärfte Frankreich sein Sektengesetz. In der Schweiz passierte nichts. In der Schweiz haben wir eine andere Grundhaltung gegenüber Sekten. Die Schweiz ist eher ähnlich wie in Amerika. Man hat die Grundhaltung, dass auch kleine Gruppierungen sollen existieren, dass wenn Menschen ein Verhältnis zu Gott und zum Überirdischen halt in einer, so einer kleinen Gemeinschaft suchen, dass das durchaus legitim ist, ist sogar von der Religions- und Glaubensfreiheit abdeckt. Und dass man erst eingreift, wenn ganz klar erkennbar staatsfeindliche oder individuenschädigende Verhaltensweisen an den Tag treten. Trotz der beiden Freisprüche in Frankreich sind bei Rosemarie Jatton Zweifel an Michel Tabatschniks Rolle geblieben. Seit 1994 hat sie Dutzende von Berichten und Interviews zum Fall gesammelt und analysiert. Je länger ich mich damit beschäftige, desto überzeugter bin ich, Herr Tabatschnik hat von Interview zu Interview immer ein kleines bisschen weniger gelogen. Es ist zu spät, ihn ins Gefängnis zu bringen, aber wenn er wenigstens einmal die Wahrheit sagen könnte. Er hat eine hohe moralische Verantwortung. Denn er hat eine Lehre mitverbreitet, die von den Sektenmitgliedern geglaubt wurde. Sie waren diesen Gurus völlig ausgeliefert.
Komplett paumé. Er war an diesem Ritual dabei. Und nur schon durch den Umstand, dass der Jody Mambro ihn verehrt hat und in so eine hohe spirituelle Bedeutung zugemessen hat, ist er für die Mitglieder eine Autoritätsfigur gewesen. Sie haben an ihm angeschaut, er hatte immer eine Sonderstelle in dieser Sekte. Und darum hat er zumindest mental die Indoktrination gefördert. Er war Aushängeschild, er hat daran geglaubt, er ist angestanden, hat das verkörpert. Und das haben natürlich Mitglieder auch aufgenommen. Und das war wie eine Verstärkung von dieser Indoktrination, die vom Jody Mambro ausgekommen ist. Also mindestens eine moralische Schuld trifft ihn von mir in einem hohen Mass. Schuldig sind sicher die Sektenführer und die Leute im inneren Kern, die das mitgetragen haben, die aus strafrechtlicher Sicht jetzt eigentlich so mitgeplant haben und Mittäter sind vom Ganzen. Aber auf der anderen Seite muss man da sehen, also Strafrecht bedeutet, dass man das muss können beweisen muss, dass da kein Zweifel an dieser Mitwirkung existieren darf. Und das ist natürlich unheimlich schwer, so etwas beweisen zu können. Das zeigen auch die beiden Strafverfahren in Frankreich gegen den Herrn Tabatschnik, die dann mit Freisprüchen geendet haben. Also das heisst, es gibt hohe Hürden, um so etwas strafrechtlich zu verfolgen. Aber sicher sind die Leute im engeren Zirkel, die Leader von dieser Sekte, die sind moralisch mitverantwortlich für das, was passiert ist. Heute ist Michel Tabatschnik wieder ein gefragter Dirigent auf dem internationalen Parkett. SRF Doc hat ihn zur Mitwirkung in diesem Film eingeladen. Über seinen Sekretär lässt er ausrichten: Michel Tabatschnik hat das Kapitel Sonnentempler abgeschlossen. Er wünscht sich dazu in keiner Weise mehr zu äußern. Auf ihrem Höhepunkt zählte die Sonnentempler-Sekte vor allem in der Schweiz, Frankreich und Kanada über 500 Mitglieder. Was ist aus den Überlebenden geworden? Existiert die Sekte vielleicht noch? Es gibt immer wieder Gerüchte so in der Szene, die sagen, es könnte noch einzelne Splittergruppen geben. Aber mir ist nicht bekannt und ich halte es auch nicht für sehr wahrscheinlich, weil in der Zwischenzeit weiss man ja, dass die Visionen von Jody Mambro Fantasiegebilde sind. Also der apokalyptische Endzeitsturm ist nicht über die Erde hinweggefegt. 74 Menschen hat der vermeintliche Transit auf den Stern Sirius und die erhoffte Wiedergeburt in den Tod gerissen. Der Baum, den Jody Mambro zum Verkünder des Weltuntergangs hochstilisierte, steht auch heute noch. Auf der Wiese in der Nähe von Genf. Dort, wo das Sonnentempler-Drama seinen Anfang genommen hat.